Der schwarze Panther. Hier geht es ohne Zweifel um einen Cowboy aus dem Wilden Westen. Habt ihr euch angesehen? Ja. Na schön, dann sprechen wir doch mal drüber. Wem gefällt der schwarze Panther? Mir. Ah, wem gefällt er nicht? Und wer hat keine Meinung? Na wunderbar, also zwei Parteien. Die eine für, die andere gegen den schwarzen Panther. Fangen wir mit dem Für an. Franz Josef. Franz Josef. Ja, ja, spannend. Aha, und? Was ist denn da spannend? Der schwarze Panther gewinnt immer, rettet dauernd jemand. Meiner Ansicht nach ist das Käse. Ist doch klar, dass der immer gewinnen muss. Was ist denn, Trixie? Hier, da boxt der schwarze Panther den Indianer und da macht es Zang, das ist der Schlag. Und der Indianer macht in seiner Sprechblase. Du bist ja doof, Mensch. Die Töne sind ihm hingeschrieben. Wenn ich dir eine klebe, machst du dann Nee, dann kriegst du eine wieder und dann machst du Stöhn und Ächzt. Guten Tag, Herrschaften. Herr Fabian, hier haben wir einen neuen Schüler, Timotheus Pulvermann. Das ist ein Klassenlehrer, Studienrat Fabian. Tag, Timotheus. Dann setzt dich doch gleich mal. Na, da vorne neben Klaus. Hier ist dein letztes Zeugnis. Ich hoffe, dass du dich gut führst, Timotheus. Na. Wiedersehen, Herr Fabian. Wiedersehen. Timotheus. Und wie heißt du? Franz Josef. Na, da gratuliere ich ja. Mensch, sowas hast du auf dem Tisch liegen? Das sieht der doch. Na, Timotheus, liest du auch diese Heftchen? Naja, ab und zu. Aber eigentlich heiße ich ja Tim. Na schön, ist doch kürzer. Ja, Tim, kennst du das da? Den schwarzen Panther? Nein. Flasche? Bitte, ja? Das brauche ich gar nicht erst zu lesen, da weiß ich jetzt schon, dass das reiner Blödsinn ist. Aha. Und, warum? Das Zeug hier spielt so ungefähr vor 100 Jahren oder mehr. Das sehe ich an den Uniformen. Aber sprechen tun die wie heute. Die Waffen stimmen auch nicht. Sieh mal an, woher weißt du denn das? Von meinem Vater. Ach, was ist denn dein Vater von Beruf? Früher war er Musiker. Jetzt ist er Schießhallenbesitzer. Zengping, ne? Der Schießbund hat gesprochen. Timotheus. Timotheus. Timotheus Pulvermann. Komm. Aber Timotheus Pulvermann. Schützenkönig. Du bist bestimmt, was? Nein, aber du bist blöd. Du bist ein Weißer. Was bin ich? Ein Weißer. Eine glatte Null auf der Schießscheibe. Ihr seid alle Weiße. Der Dunkelblöd. Weiß. Was meint er damit? Weiß ist auf der Schießscheibe, wo nichts ist, also wo man vorbeigeschossen hat. Null, kapierst du das? Nee, Schießbudendeutsch ist nicht genug. Du, der haut tatsächlich ab. Aber nein, das kann er doch nicht machen. Wo will der hin? Also, abgehauen. Dem hat's hier nicht gefallen. Mhm. Und warum? Thomas, ist irgendetwas vorgefallen in der Pause? Nö, eigentlich nicht. Ja, doch war was. Die haben eine Schießbodenfigur und Schützenkönig zu ihm gesagt. Ja, und dann hat er gesagt, wir wären Weiße. Ach, ich verstehe. Nieten also. Und dann habe ich ihn abgeschossen. Schon wieder? Schon wieder. Ärger mit den anderen? Ärger mit den anderen, wie in jedem Kaff. Du sag mal, Tim, wie oft hast du eigentlich die Schule gewechselt? Du, Fürst, das weiß ich nicht mehr. Siehst du, und deshalb wollte ich, dass du beim Studienrat Zacharias bleibst. Damit dir solche Sachen wie hier in Köbelbach erspart bleiben. Aber du bist dir doch im Klaren darüber, dass du die Schule besuchen musst. Ja, aber... Nein, nein, nein. Du, da gibt es keine Aber. Du wirst morgen wieder hingehen. Ich hätte euch eigentlich für gescheiter gehalten. Tim Pulvermann ist doch unser Gast. Und wie man einen Gast behandelt, das brauche ich euch doch wohl nicht zu erklären. Unerwünschter Gast. Aha.
Mein Vater sagt es auch, dass die Schießbudenleute in Köbelbach ziemlich unerwünschte Gäste sind. Du, ich habe weder Zeit noch Lust, dir anständiges Benehmen Fremden gegenüber beizubringen. Und was dein Vater sagt, das interessiert uns hier in der Schule überhaupt nicht. Merkt ihr das? Bitte, Sie können sich ja mal mit meinem Vater über die Pulvermanns unterhalten. Wenn ich mich mit deinem Vater unterhalte, dann über dich. Abitur mit Mitte 20 ist ein bisschen spät, nicht? Wir schreiben heute einen Aufsatz. Das Thema, wie behandelt man Gäste? Ihr Vater ist Schausteller. Schießhallenbesitzer. Bitte? Fällt auch unter Schausteller. Und Sie? Ich bin Fotograf. Ja, und ich bitte um eine Lehrstelle im Hotelfach. Meine bisherigen Papiere haben Sie ja. Ich möchte ganz später die Hotelfachschule besuchen. Gibt's nicht in Köbelbach. Na, wir bleiben ja auch nicht für immer hier. Kann ich mir denken. Kurzes Gastspiel, wie? Naja, hoffentlich. Emil Zola? Ganz schön anspruchsvoll für einen 13-Jährigen. Mit irgendetwas muss man sich ja beschäftigen. Wenn man schon nicht zur Schule kommt. Na, willst du mir keinen Platz anbieten? Nehmen Sie den Clubsessel da. Extra für Besuch. Danke dir. Wer ist denn das? Herr Fabian. Er ist Lehrer. Lehrer sind böse. Das hat dir wohl dein Bruder Tim gesagt, was? Ja. Hast du wirklich deinem kleinen Bruder erzählt, alle Lehrer wären böse? Ach was, hat er in irgendeinem Kindergarten aufgeschnappt. Ach so. Hier, verschwinde. Sie wollten sicher meinen Vater sprechen. Wegen heute Vormittag. Ich will nicht mit deinem Vater sprechen, ich will mit dir sprechen. Und? Du kommst doch morgen wieder zur Schule, oder? Muss ich ja wohl. Na, du bist ein Kerl. Du wirst dich doch durch ein paar blöde Redensarten nicht aus der Ruhe bringen lassen. Nee, die können mir sowieso alle gestohlen bleiben. Wer alle? Na, der Lohmeier zum Beispiel. Den wir uns unbedingt aus der Stadt raus haben. Und sein Sohn, der Franz Josef, will dich aus der Klasse heraus haben. Tja, schwarze Schafe gibt's halt überall. Das ist ein weißes Schaf. Ach, das haben die mir schon aus der Klasse gesagt. Du hättest sie als Weiße bezeichnet. Das kommt von der Schießscheibe. Ganz weiß ist außerhalb der Ringe. Dann kommen die Ringe von 1 bis 9 und dann kommt das Schwarze. Und ein Schwarzer ist ein Treffer. Aha. Aber so viel verstehe ich vom Schießen auch, dass nur die 10 und die 11 schwarz sind. Die 12 ist dann wieder weiß. Da haben Sie recht. Aber bei mir ist die 12 kein Weißer, sondern ein Voller. Und Volle sind selten. Ja, das stimmt. Ah, Besuch in unseren heiligen Hallen. Gestatten Sie, Pulvermann. Mein Name ist Fabian, ich bin der Klassenlehrer Ihres Sohnes Tim. Ah, freut mich, das ist meine Frau. Guten Tag. Na, das war ja kein vielversprechender Anfang. Ja, ich denke, wir sollten diesen ersten Schultag nicht so tragisch nehmen. Ja, das finde ich auch. Kommt, Timmy, hilf mir mit den Paketen. Ja, der Kleine kommt morgen selbstverständlich wieder zur Schule. Aber natürlich. Wenn Sie Ihren Schießstand eröffnen, komme ich gern mal schießen, wenn ich darf. Ja, Sie dürfen. Ich darf nämlich jetzt auch. Ach. Ich habe die behördliche Konzession bekommen. Na, das freut mich aber. Gratuliere Ihnen. Danke. Ohne festen Wohnsitz. Wissen Sie, wir sind ein seriöses Unternehmen. Ihre Familie betreibt eine Schießbude. Eine Schießhalle, ja. Wir müssen noch eine Weile hier bleiben, bis wir wieder Anschluss an ein großes Volksfest finden. Tja, wissen Sie, Herr Pulvermann, ich glaube, die Basis für eine Zusammenarbeit ist hier nicht gegeben. Hier, bitte Ihre Papiere. Ja, hätte ja wohl keinen Zweck. Es tut mir wirklich leid. Na? Noch nicht, Sie haben alle irgendwelche Ausreden. Pulvermanns sind bereits stadtbekannt, scheinen wir. Ach, Frau Jutta, bringen Sie meiner Schwester doch bitte auch einen Kaffee. Ja, bitte sehr, Pulvermann. Tag, Frau Pulvermann. Du kannst doch keine 10 Minuten hier sein und weißt bereits den Vornamen der Mamsell. So bin ich eben. Sag mal, was ist denn jetzt mit deiner Stellung im Hotel? Ach, noch nichts. Mir scheint, die Leute haben was gegen uns.
Jedenfalls im Stern waren Sie sogar unverschämt. Hm. Und was haben Sie gesagt? Sie können keine Schießbuden-Elster einstellen. Weißt du, die hätten wertvolles Tafelsilber. Oh, Schwesterchen, ärgerst du dich? Ach, wo denkst du hin? Die können mir doch sagen, was sie wollen. Bitte sehr, Frau Pulvermann, Ihr Kaffee. Danke. Du, übrigens, ich war auch schon auf der Berufsschule und habe mich da angemeldet. Die waren sehr nett gewesen. Na, siehste. Tag. Jetzt wirst du verrückt. Tag, mein Herr. Ein Eis zu 10? Ja, an sich gern, aber die kleinste Portion kostet schon 50 Pfennig. Ne Plan. Dann nehme ich ein Stück Kuchen. Na, du Schlingel? Bist du schon wieder von zu Hause ausgerissen? Ich reiß nie aus, ich gehe spazieren. So, wissen deine Eltern, dass du hier in der Stadt bist? Nee. Ich kann doch wohl mal in die Stadt gehen, oder? Was ist denn das für ein ruhiger Knirps? Ich bin kein Knirps, ich bin Mens Pulvermann. Wir haben 10 Gewehre. Pulvermann? Da hinten sitzt ein Herr und seine Schwester, die heißen auch Pulvermann. Wim! Na warte, du Ausreißer, wenn Fieder satt wird. Tag, Herr Hofer. Guten Tag. Nett, dass Sie sich um den kleinen Schlawiner gekümmert haben. Ja, man kriegt ja richtig einen Schreck, wenn man dem Kleinen hier allein begegnet. Ach, Ihr Fräulein Schwester ist ja auch da. Ja, kommen Sie doch zu uns rüber, ein kleines Pulvermann-Familienfest. Ja, gerne. Guten Tag, Fräulein Dorothee. Tag, Herr Hofer. Fräulein Jutta, ich hätte gern einen Kaffee. Und für meinen kleinen Freund hier ein Eis zu einer Mark. Danke. Sag mal, Mensch, was passiert eigentlich, wenn du dich mal verläufst und überhaupt nicht mehr nach Hause findest? Dann fahre ich mit dem Auto. Im Auto? Na klar, Mensch, mit dem Polizeiauto. Wenn ich verloren gehe, bringt mich immer wieder die Polizei nach Hause. Also, Kinder, ich möchte, dass wir die Bandaufnahme für unsere Schießhallenuntermalung noch heute in den Kasten kriegen, ja? Fürst, das müssen wir auch. Ich stelle mich morgen beim Foto Wolf vor und hab so ein Gefühl im kleinen Zeh, dass es diesmal klappt. So. Naja, wenn dieser Wolf eine Tochter hat, bestimmt. Hat er nicht. Aber eine Schwester und die soll noch taufrisch sein. Und wie steht's mit dir, Do? Ich wollte mich mal um Adler vorstellen, aber ich weiß nicht so recht. Ja, also dann komme ich mit dir, dann klappt's 100%. Also, Freunde, muss die Aufnahme erst recht heute fertig sein, ja? Auch Tim geht morgen wieder zur Schule. Leider. Und damit wären wir ausgelastet. Ab morgen läuft hier der Schießbetrieb auf vollen Touren. So, Herrschaften, an die Gewehre. Ich möchte auch Noten haben. Du willst auch Noten haben, hast ja völlig recht. Komm, setz dich hin. So, ja, so. Also, pass auf. Ich zähle 4 vor, ja? 1, 2. 1, 2, 3, 4. Warum hörst du auf? Weil ich die Melodie schon irgendwo mal gehört habe. Ach, Unsinn, das ist mein neuestes Werk. Ich habe es jetzt heute komponiert. Wir heben es diesen Moment gemeinsam aus der Taufe. Also bitte, fangen wir von vorne an, ja? Also, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich Tinte auf der Hose. Die Hose wirst du ersetzen. Du brauchst dich ja nicht mit deiner Hose an meinem Füller zu reiben.
Ich habe mich an deinem Füller gerieben? Du bist wohl verrückt? Wie kommt denn nun meine Tinte auf deine Hose? Du hast sie mit dem Füller gespritzt. Dein Platz ist da. Wenn ich dich also mit Tinte spritzen will, muss ich zu dir kommen. Ich sitze aber hier. Also bist du hierher gekommen und hast dich an meinem Füller gerieben. Das ist ja... Schon klar ist das. Morgen, Herrschaft. Morgen. Setzt euch. Na, Franz Josef? Warum bist du nicht auf deinem Platz? Der Pulvermann hier, der hat mir Tinte in die Hose gespritzt. Die Hose muss er ersetzen. Das stimmt nicht. Ich habe meinen Füller in Ordnung gebracht und da hat er die Tinte auf. Nun setz dich auf deinen Platz, Franz Josef. Aber es gibt heute Mittel, da geht jeder Tintenfleck mit raus. Aber man glaubt manchmal wirklich, man hat es hier mit kleinen Kindern zu tun. Das sag ich meinem Vater. Nun setz dich hin, ja? Ach, warte nur, erst der Aussatz und jetzt die Tinte, du. So. Wir kommen jetzt zu einem ungemein traurigen Kapitel. Der letzte Schulaufsatz. Also, was Sie so Jung Köbelbach unter Gastfreundschaft vorstellten, das ist katastrophal. Den Vogel hat allerdings Franz Josef Lohmeier abgeschossen. Ich zitiere. Ein Gast ist immer etwas Unangenehmes, weil er immer Ärger macht. Den Ärger, mein lieber Junge, wirst du jetzt bekommen, nämlich mit einer glatten 5. Sehr schön, Fräulein Wolf. Jetzt den linken Arm noch etwas anwinkeln. Ja, so, Moment. Danke. Sonst noch Wünsche, Herr Pulvermann? Ja. Bitte drehen Sie sich um und schauen Sie über die Schulter. Es macht sich immer gut, so ein Schräg von rückwärts durch die kalte Küche Blick. Recht so. Recht so. Momentchen, noch etwas schräger. Ja, so, Moment. Danke, das wär's. Gar nicht so schlecht. Wenn Sie die Bilder auch so gekonnt entwickeln und abziehen, stünde einer Stellung bei mir nichts im Wege. Och, entwickeln und vergrößern ist meine Spezialität, das habe ich ja gelernt. Ja, leider gibt's bei uns in Köbelbach keine Titelbilder zu fotografieren. Schade. Sie wären ein Topmodell. Sondern meistens nur Hochzeiten und Kindtaufen. Na, einfalls mal ein paar Passfotos. Oh, es macht nichts. Meine Babyfotos auf dem Eisbärfell sind so gut, dass sie noch zur silbernen Hochzeit rumgezeigt werden. Seit wann sind Sie in Köbelbach ansässig? Ach, wir sind... Er ist gar nicht ansässig, Hildchen. Seine Eltern haben eine Schießbude auf der Festwiese. Mhm. Ja. Wir haben eine Schießhalle. Mhm. Der Freischütz, wissen Sie? Aber während wir hier sind, möchte meine Tochter gerne in ihrem Beruf arbeiten, im Hotelfach. Können Sie denn bedienen? Ja. Naja, Sie müssten natürlich bei uns auch mal Zimmer machen oder in der Küche helfen und all solche Dinge. Ja, was wissen Sie, was sie alles im Palace in St. Moritz gemacht hat? Oder im Ritz in Paris? Ja. Guten Tag, Frau Schreiter, die Wäsche. Ach, entschuldigen Sie mich, einen ganz kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. Selbstverständlich. Musst du denn immer so übertreiben, Fee? Ach du, es wäre doch wunderbar, wenn du hier arbeiten könntest. Und die Dame ist doch reizend. Ja, die ist wirklich sehr nett. Es wäre gut, wenn Ihre Tochter hier im Hause wohnen würde. Wir haben ja eigene Zimmer für das Personal. Ach. Wissen Sie, wir als Arbeitgeber haben ja die Verantwortung. Und jede Nacht den weiten Weg von hier zur Festwiese, also das würde mich doch sehr unruhig machen. Ja, da haben Sie ganz recht, natürlich. Dann wohnst du eben im Hotel Adler. Ja, natürlich. Im ersten Haus am Platz. Gut. Sag mal, ab wann kann man denn bei euch mal schießen? Auf Mittag. 4 Schuss eine Mark. Oh, ganz schön teuer. Ich hab die Preise nicht gemacht. Du, der Franz Josef, der hat in seinem Keller einen richtigen Schießstand mit Kugelfang und Scheiben und so. Was hat er denn für Gewehre? Na, eins natürlich nur. Und was für eins? Eine Luftbüchse. So, ich sag dir, mit dem Ding kann der über 40 Mal hintereinander schießen. Vorderschaftsrepetierer mit eurem Magazin für Rundkugeln. Ist auf 10 Meter ziemlich genau, wenn man schießen kann. Ich sag dir, der kann. Spatzen trifft er wie nichts. So, auf Spatzen schießt er. Ganz schön mies. Hast du denn noch nie auf Tiere geschossen? Doch, auf Rehe, Hirsche, Bären, Wildschweine. Sag mal, du hast da wohl nicht alle. Willst du mich auf den Arm nehmen? Nee, die waren aus Pappe, auf beweglichen Zielschall. Ach so. Du, ich glaub, der meint uns. Der ist mit Ruhe, ne? Das ist also deine berühmte Schießhalle. Sowas von Bruchbude. Was willst du denn hier? Na hör mal, Tim, du hast uns doch eingeladen, mal vorbeizukommen und zu schießen. Dich ja, aber den Lohmeier nein.
Also, was willst du hier? Eure Bude zusammenschießen. Kannst du ja, aber nur mit 4 Schuss eine Mark und unseren Gewehren. Na hör mal, wenn der unbedingt mit seiner eigenen Büchse schießen will. Na eben, und Munition hat er auch dabei. Spielt keine Rolle. Entweder 4 Schuss eine Mark, oder du kannst auf Spatzen schießen. Dir gehört die Schießbude doch nicht, oder? Aber mir, junger Mann. Sag, ich möchte gerne schießen, aber mit meinem eigenen Gewehr. Das ist nicht üblich. Aber wenn ich voll bezahle und eigene Kugeln habe ich auch. Gut, warum nicht? Bitte, Tim, komm mal runter. 3 mal 4 sind 12, also 12 Schuss. Aha, na fein. Zählen Sie mit. Mach ich. So. Großartig. Du bist ja ein Meisterschütze. Gib mir meinen Tiger wieder. Mein Tiger möchte ich haben. Sei still, Menzi. Nein, mein Tiger. Mein Tiger darf nicht weg. Na, was willst du denn mit dem Ding da? Schenk ihm doch den Kleinen. Warum? Ich habe ihn doch richtig runtergeschossen. Oder stimmt etwas nicht? Doch, doch. Also siehst doch, wie der Kleine heult. Jetzt hau ab. Gib nicht so an mit deinem Tiger. Bitteschön. Du kannst den Tiger ja morgen zurückschießen. Morgen Nachmittag auf der Bastei. Ich bring den Tiger mit und du, Menz. Tschüss. Mann, guck mal, wer da kommt. Na endlich. Willkommen in Lohmeyers Western Saloon. Sag mal, wo hast du dein Gewehr? Du wirst lachen, aber ich hab keins. Allerdings, kommt aus der Schießbude, hat nicht mal ein Gewehr. Du hast doch eins, das reicht doch, oder? Ja, 4 Schuss, eine Mark. Du hast wohl einen Vogel, was? Komm, Mensch, wir gehen wieder. Hier, steck dir das Ding an den Hut. Aber, Moment mal. Also, zahlen willst du nicht? Keinen Pfennig. Ich mach dir ein Angebot. Siehst du die Büchsen da? Ja. Du schießt jetzt und triffst du jedes Mal, hast du gewonnen. Aber hinterher schieß ich und treff ich jedes Mal, bleibt der Tiger bei mir. Das ist ein faires Angebot. Stimmt. Tim, schieß mir meinen Tiger, schieß mir meinen Tiger. Aber Menzi, das kann ich doch nicht, wenn du wie eine Klette an mir hängst. Bitte, Tim, schieß mir meinen Tiger. Aber das mache ich doch schon, Menzi. Komm her, Menz, und sieh zu, wie dein Bruder schießt. Gut, ich zuerst. Ja. Mach schon. Ja, jetzt gehört der Tiger mir. Momentchen, jetzt bin ich dran. Fertig. Komm her. Ich glaube nicht, dass er schafft. So, und jetzt? Nichts. Du hast den Tiger endgültig gewonnen. Und außerdem völlig fair. Mein Tiger, mein Tiger, mein Tiger! Und du bist jetzt still. Komm, Menzi, wir gehen nach Haus. Moment mal. Noch ist der Tiger ja nicht weg. Ihr könnt ihn euch ja wiederholen, wenn du Mut hast. Ich hab Mut. Du bist doch ein Meisterschütze, nicht wahr? Schieß eine Dose von seinem Kopf. Was? Und ihr habt ihn wieder gewonnen. Du bist doch verrückt geworden. Das ist ja wohl das letzte Mensch. Schieß, Tim, schieß! Ich wackel auch nicht! Lass den Quatsch, Menzi! Doch, schieß doch! Ich will den Tiger wieder haben! Schieß auf die Büchse! Auf deinen Kopf? Nee, nicht auf meinen Kopf! Kopf! Auf die Büchse obendrauf! Du kannst das doch, Tim! Für den Tiger! Du sei doch mal still, Menzi! Und du, Franz Josef Lohmeyer, bist nicht nur blöde, sondern auch gemein und feige. Feige? Ich bin nicht feige. Das werde ich dir beweisen. Hier ist das Gewehr. Schießt du mir die Büchse vom Kopf, wenn du dich traust. Ich trau mich. Nun sag mal, vor wem willst du dich hier eigentlich so aufspielen? Also, was ist? Schießt du oder schießt du nicht? Gut. Gib mir mal das Tuch.
Sag mal, seid ihr denn beide verrückt geworden? Sei doch still, kannst ja gehen. So, nun verbinde ich dir erstmal die Augen. Na, wozu denn die Augen verbinden? Na komm schon, das macht man so. Und wackel ja nicht. Mach lieber. Du bleib mal schön still stehen. So, ich zähle bis drei und dann schieße ich. Alles klar? Ja, schieß lieber. Komm, Münzi. Achtung! Eins, zwei, drei! Gib her! Mensch hat für mich geschossen. Und die Büchse ist doch auch runter von deinem Kopf. Oder? Gib her! Übrigens, du bist doch gar nicht so blöd, wie ich gedacht habe. Ich hätte mich nämlich schon bei zwei hingeschmissen.